Ja, also ich fahre gerne mit alten Autos. Ich habe hier meine bestimmte Strecke. Ich liebe diese Gegend und gerade die Schlösser, die interessieren mich sehr. Und da habe ich natürlich dann immer Ziele und macht sehr viel Spaß, diese Gegend hier draußen. Dieses Auto, was ich da habe, das ist das Auto des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, ist es prämiert worden als das schönste Auto von der Form her. Ich kenne mich hier ziemlich gut aus hier. Ich kenne das auch meistens, weil es immer für Oldtimer-Fahrer Ziele sind, alte Schlösser. Und man wird da auch meistens auch empfangen bei irgendwelchen Leuten, die privaten Schlösser haben. Wenn die sehen, dass ein altes Auto kommt, dann habe ich da auch schon mal sonntags morgens ein Glas Champagner bekommen, ohne mich vorher anzumelden. Sind immer begeistert, die Leute, wenn sie ein altes Auto sehen.